Hallo und willkommen zurück bei der Moonlighter. Und wir gehen gleich mal auf in die Wald Dungeon zum zweiten Mal. Wir waren ja schon in Ebene 2 und ich bin echt mal gespannt. Wir hatten ja diesen Brief gefunden, wo da stand irgendwas Glitzerndes und trau dich zu springen. Mal gucken, ob wir das finden werden irgendwann. Jetzt erstmal. Oh. I! Es verfolgt einen ja. Lalalala. Oh. Was ist mit dir passiert? Immerhin hat er einen Heiltrank dabei. Da, da, da. Oh Gott, was sind das denn? Oh! Aua, Gift, Gift. Ach, das Gift. Jetzt sehe ich es erst. Ah! Aua! Aua, 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 aua! Lass das! Na, komm! Kommt ihr mal raus aus dem Gift? Oh, was hat er da? Was hat er da? Ich will das haben! Okay, das Gift tickt aber gar nicht so doll. Na, komm her hier, mein Freund. Ah, er vergiftet mich auch? Nee, ne? Ah. Warum habe ich wieder volle Energie? Habe ich. Ah, ich habe Heiltränke benutzt. Ich habe die falsche Knopf gedrückt. Jetzt haben wir keinen mehr. Denn. Warte mal eben. Pack mal den da rein. Ach, da waren wir noch nicht. Da geht's ja auch noch weiter. Oh. Wieder magische Sachen zum Lesen. Es gab vor kurzem eine Entdeckung, die alles verändern wird. Rätselhafte Anhänger wurden in den Dungeons aufgetan. Ich habe neulich selbst einen gefunden. Höchst faszinierend. Anstatt umzukippen und etliche seiner Gegenstände zu verlieren, fügt man Gold in den Anhänger ein, um den Dungeon zu verlassen. Schnurstracks bringt ein Portal dem Benutzer zurück in die Stadt. Endlich muss man Leib und Leben im Dungeon nicht mehr riskieren. Unter den etwas robusteren Abenteurern, auch Helden genannt, scheinen diese Anhänger verpönt zu sein. Diese Leute haben eine eigene Sicht der Dinge. Was ist ein Besuch im Dungeon ohne eine fette Narbe als Souvenir? Tja. Ja. Nee. Ich bin Fan von dem Anhänger. Denn nenn mich nicht Held. Ich muss kein Held sein. So, da oben waren wir noch nicht. Ah, die heilige Quelle. Haben wir hier was Neues? Es ist uns noch nicht gelungen, denjenigen zu fassen, der vor Jahren unsere Experimente, okay, das kennen wir schon, geklaut hat. Da geht's dann weiter Richtung Ausgang. Den haben wir drüben aber noch. Hier können wir nochmal rein. Ah, ich komme nicht ran, ich komme nicht ran. Ja. Und da geht's weiter. Oh, da ist wieder so ein Breakdance-Pilz. Aua. Voll erwischt. Lass das. Gemeiner Kerl. Haben wir hier noch was? Nee, ne? Oh, warte mal doch. Nein, da war noch ein Busch. Aua, aua, aua. Oh Gott, hier sind wieder diese Falldinger. Nein! Ah. Hä? Was? War das richtig? What the fuck? Halten, benutzen?
Was? Was? Ah! Was passiert denn hier? Lass mich raus! Was passiert denn hier, Leute? Aua! Warte! Aua, aua! Aua! Mann, ich renne auch noch genau rein. Hier. Erstmal den weg. Warte, ich habe hier noch einen Heiltrank. Ich bin gerade ein bisschen, ich wusste nicht, was hier gerade abgeht. Mach ihn down! Mach ihn down! Ja. Und den einen da noch. Das ist, glaube ich, so ein Ding, ne? Was die meinten. Hä? Ah. Ah, hier haben wir so eine Wurzel. Die braucht man, glaube ich, für irgendwas. Und damit ist das Geheimnis um diese Fallgrubeln gelöst. Komm, hier Heiltrank und klettern. Ich hatte da was geglitzert. Das war jetzt aus Versehen, dass ich da runtergefallen bin, weil ich zu doof war zu springen. Nein, Glück. Nein, war alles mit Absicht. Aber hatte da was geglitzert? Ich habe nicht drauf geachtet. Lalala. So viel Platz haben wir noch. Können wir eigentlich nochmal in die heilenden Quellen gehen und dann noch eine Etage weiter, also eine Tür hier. Und nochmal eine Kiste. Oh, das können wir noch mitnehmen. Hier müssen wir mal eben umpacken. Den dahin, dann können wir das hier auch noch mitnehmen. Okay, damit sind wir dann full. Dann machen wir uns erstmal wieder zurück. Oh, da kommt er gerade. Na, ein Glück. Zurück zur Stadt. Da kam gerade dieser Wächter oder whatever. So. Jetzt muss ich schon wieder niesen. Na, sag mal, was ist denn los hier heute? Okay. Wie sieht's denn aus hier? Hatten wir denn... Guck mal, hier, euch können wir erstmal... stecken? Was ist das denn? Pure Säure, nicht Purpur. Komm, wir lesen uns erstmal durch, was wir hier so haben. Neue Sachen. Nicht Wunschliste? Da. Florafleisch... Warte mal, gehen wir noch ganz oben. So, alte Knolle hatten wir schon, ne? Eine große anmutende Knolle. Da, uraltes Holz. Holz, das viele Jahre in und um gewisse Elemente herumgelegen hat und so versteinert wurde. Okay. Dann haben wir hier Nährboden. Ein effizienter Dünger, der bei korrekten Transport, was ist Transport, stärkere Pflanzen hervorbringen kann. Wieso Transport? Naja. Und konservierte Wurzel. Eine gute konservierte alte Wurzel. Dann pure Säure. Pure Säure. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, zu versuchen, dieses Zeug zu sammeln. Zersetzt beinahe alles. Ja. Und hier haben wir noch Klingenblätter. Scharfe Blätter, die von einigen nervigen Gegnern als Projektile verwendet werden. Das waren die, die wir da gerade hatten, ne? So, mehr haben wir nicht Neues. So. Musste ich nochmal niesen. Gut. Hatten wir für euch denn schon einen Preis? Nee. Gut, dann machen wir mal Lebenssaft hier noch mit rein. Und hier oben haben wir auch nochmal.
Da kann dann ja die Säure rein. Weiß nicht, will jemand Säure kaufen? Ich mache einfach mal 200. Dann legen wir uns erstmal pennen. Und dann machen wir den Laden auf und machen wieder einen Shopping Queen. Eigentlich können wir hier auch mal die anderen Sachen mitnehmen, ne? Hätten wir auch einiges drin gelagert. Okay, mehr Platz haben wir gerade nicht. Gut, denn erstmal Eröffnung. Treten Sie ein, schauen Sie herein. Was darf es denn bitte sein? La 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 la. Na Leute, kommt. Scheidet euch. Ist nicht so euers. Ah, Rotzlöffel. Wag dich. Was ist man da? Zu teuer? Warte mal, ich muss... Da! Okay, warte mal. Ich glaube, hier ist einiges zu teuer. R200 ist den zu teuer. Viel zu teuer sogar. Gut, den gehen wir mal auf 30. Machen wir mal 40. Wie sah es mit dem Meißel aus? Der war, glaube ich, zu günstig, oder? 100. Viel zu günstig. Ah ne, der ist ja schon hochgesetzt. Da auf 300. Gut, und hier war auch irgendwas, wo du rumgemeckert hast. Wo gab es denn Mecker? Hier 100, ist zu günstig. Die haben wir auch schon auf 300. Hier bist du zufrieden? Nee. Also sie hat einfach nur kein Interesse gehabt. Oder habe ich da gerade irgendwas nicht mitbekommen? Ah, die Meißel sind immer noch zu günstig mit 300. Okay. La 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 la. So, die Blätter wollten wir ja behalten. Wie sieht's denn mit diesen Blättern aus? Diese wunderschönen Blätter für 200 sind doch ein super Angebot. Und den Dünger für 100. Oh, da war... Was, was? Säure ist zu günstig und... Alter, Früchte sind immer noch zu günstig. Gut. Was habt ihr denn hier mit den... was gefällt euch denn hier dran nicht? Die meckern da alle rum. Ist das viel zu teuer? 20. So, Säure war zu günstig. 400 und... Was war das andere? Das habe ich vergessen. Was hatten die da gerade noch gekauft? Ich weiß es nicht mehr. Hier. Stroh. Probieren wir mal Stroh. 10. Ist halt Stroh. Oh, die Vasen sind noch zu günstig. Und da unten ist auch irgendwas zu günstig. Und das ist auch zu günstig. Alter, ist hier alles zu günstig. Oh, er nimmt die Säure. Hat aber jetzt keinen... Er ist irgendein anderer Händler, ne? So, warte mal. Die Vasen? Ach, haben wir ja gar nicht. Hatten wir das schon mal probiert? Hatten wir auch noch nicht. 200. Und hier nochmal so ein Pilz. War der denn okay? Die haben wir noch gar nicht verkauft. Ah, hier. Jetzt ist er zufrieden mit dem goldenen Klumps. Warte, Leute. Okay, Säure war noch zu günstig. 600.
Und dann Lichtessenz. 300. Stroh scheint okay. Oder dieser Dünger ist zu günstig. Was ist denn jetzt, die Säure zu teuer? Mann, Leute, entscheidet euch. So, Dünger packen wir dann mal auf 200. Und die war jetzt zu teuer, oder wie? 600 ist zu teuer. War zu günstig. Komm, hier 400. Pilze? Pilze haben nicht mal Interesse. Ich glaube, die sind zu teuer, ne? Machen wir mal 50. Das hier war das, genau. Das war noch zu günstig. 200. 400. Florafleisch? Hatten wir Florafleisch schon auf einen guten Preis? 50 war okay für Florafleisch. Dann können wir da mal ein ganzes Stack reinpacken. Oh. Der Dünger ist auch noch zu günstig. Mmh, 300. Was? Wasser ist auch noch zu günstig. Mann, die machen hier nur Schnäppchen gerade. Wie viel hatten wir an das Wasser? 200, das ist zu günstig. 300? Lalalalalala. Da ist schon wieder die Dieb. Geh weg. Ich seh dich. Lichtessenz. Zu günstig. Dünger, zu günstig. Wartet. Lichtessenz zu günstig. Was war das jetzt? Dünger. Der war auch zu günstig? Nee. Das war ein anderer Dünger, ne? War das der Dünger? 100. 200. Weiß ich nicht. Warte, die warten gerade. Ja, hier, bitte. Und bitte. So, jetzt ist der Pilz zu günstig. Dann Pilz auf 100 mal. Und Lichtessenz. Ah, 400 ist okay für Lichtessenz. Ja, okay. War jetzt nicht so die Mega-Ausbeute, aber wir müssen uns ja erstmal wieder rantasten hier an alles Mögliche. Zwei Diebe? Haben die was geklaut gehabt? Ich hab die gefasst, ne? Die Schweine. Popularität. Es steht gar nichts. Gut. Dann packen wir erstmal hier nochmal die Sachen rein, die wir behalten wollten. Das war diese und diese, glaube ich, waren das. Und so eine Knolle haben wir jetzt gar nicht gefunden gehabt. Aber dann können wir die Sachen hier nochmal mitnehmen. Und mal den hier können wir noch stacken. Weil da mache ich, glaube ich, vielleicht morgen gleich nochmal einen Verkauftag. Bevor wir in der Dungeon gehen. Erstmal ein bisschen hier an die Sachen gewöhnen. Gut. Alles klar, ihr Lieben. Dann lege ich mich erstmal eine Runde pennen. Okay. Oh, ist schon wieder. Geht ja schon wieder weiter. Na gut, ihr Lieben, dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Moonlighter. Bis denn. Bye, bye.